Mann, 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 das ist aber umfangreich. Ich habe doch schon so genug anderes Zeug zu tun. Moin Matze, was geht? Hey Mo, wenn du wüsstest, ich bereite gerade das Online-Angebot vor, wo ihr das Zusatzprogramm, weißt schon, Ausflüge, Workshops und so, für die nächsten 3 Monate mitbestimmen könnt. Und da gibt es doch die EU-weite Regelung zum Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung oder auch DSGVO. Die ist aber so umfangreich, klingt echt kompliziert. Ja, das muss ich gleich mal mit Ella besprechen, wenn sie kommt. Ja, Mann, ich gehe mal zu den anderen. Hi Matze, wie geht's? Hey du, mir geht's bis auf eine Sache ganz gut. Und dir? Mir geht's auch supi. Was ist denn diese eine Sache? Ach, es geht um unser Angebot zur digitalen Jugendpartizipation wegen der Planung des Zusatzprogramms der nächsten 3 Monate. Machen wir das nicht wieder über Facebook wie letztes Mal? Es gilt doch bereits seit Mai 2018 die EU-Regelung zum Datenschutz, die DSGVO. Und da gibt es ein paar Neuerungen im Vergleich zum bisherigen Bundesdatenschutzgesetz. Ein anderer Punkt ist, dass auch immer weniger Jugendliche Facebook nutzen. Stimmt, Facebook ist nicht mehr so beliebt. Von der DSGVO habe ich auch schon öfter gehört. Aber was konkret behandelt die jetzt genau nochmal? Naja, jegliche Form der Verarbeitung, wie auch Speicherung und Erfassung aller personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten? Was gehört denn da nochmal dazu? Etwas hochgestochen könnte man sagen, dass hiermit sämtliche Daten gemeint sind, welche sich auf eine identifizierbare Person beziehen. De facto zählen hierzu also alle Informationen über dich. Dein Name, dein Geburtsdatum, dein Aussehen, deine IP-Adresse und so weiter. Wichtig hierbei ist aber, dass die DSGVO noch unterscheidet zwischen normalen und besonders schützenswerten Daten. Also etwa Daten über ethnische Merkmale, Gesundheitsdaten oder auch politischer und sexueller Orientierung. Oh ja, das ist nachvollziehbar. Das geht niemandem etwas an. Eben. Und die DSGVO gilt für jeden nicht privaten Kontext, also auch für uns. Das Grundprinzip lautet, Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn eine informierte Einwilligung zur Verarbeitung abgegeben wurde. Und hast du auch schon herausgefunden, wann eine Einwilligung als informiert gilt? Also, hierbei geht es ja um das wichtige Gebot zur Transparenz. Grundsätzlich gilt eine Einwilligung dann als informiert, wenn man im Vorhinein über die Verwendung der Daten informiert wurde. Spaß beiseite. Wichtig in diesem Rahmen ist tatsächlich, dass die Aufklärung über diese Verwendung in verständlicher und eindeutiger Sprache erfasst wurde, sowie nicht zu umfangreich ist. Man muss also vor der Zustimmung verstehen können, welcher Verarbeitung man zustimmt. Das kenne ich. Man will sich irgendwo anmelden und klickt schnell zustimmen, ohne auch nur ein Wort der Einverständniserklärung gelesen zu haben. Genau. Deshalb verlangt die DSGVO, dass solche Erklärungen kürzer und verständlicher sind. Okay, ja. Was hast du denn sonst noch rausgefunden? Auf was müssen wir bei dem Angebot noch achten? Also, grundsätzlich gibt es noch das Gebot zur Datenminimierung. Auf gut Deutsch, es dürfen wirklich nur diejenigen Daten erhoben und verarbeitet werden, die für das Angebot notwendig sind. Und das meint was? Naja, zur Durchführung unseres Online-Partizipationsangebotes brauchen wir beispielsweise nicht die Adressen der Jugendlichen. Das wäre eine Erhebung unnötiger Daten. Was auch im Sinne der Datenminimierung wichtig wäre, ist etwa auf Drittdienstleister, die selbst Daten brauchen, zu verzichten. Diesbezüglich hatte ich überlegt, ob wir vielleicht das Angebot statt auf Facebook auf unserer Homepage oder über einen datenschutzfreundlicheren Drittdienstleister anbieten könnten. Damit könnten wir zumindest ausschließen,
dass Facebook die anfallenden Daten für seine Zwecke verwendet. Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Ich hatte letztens auch von diesem Partizipationstool gehört. Treesider heißt das, glaube ich. Das könnten wir ja nutzen anstatt Facebook. Damit die Jugendlichen davon erfahren, müssten wir halt auf unseren Social-Media-Auftritten per Link auf das Angebot verweisen. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Außerdem steht hier, dass es aufgrund der Auskunfts- und Löschrechte Sinn ergibt, einen zentralen Datenschutzkontakt zu bestimmen und bei sämtlichen Online-Angeboten anzugeben. Dieser ist für alle Anfragen, etwa bezüglich Berichtigung, Löschung oder auch nur Auskunft über die gespeicherten Daten der Person verantwortlich. Oder auch, wenn jemand seine bzw. ihre Einwilligung zur Verarbeitung widerruft, was jederzeit möglich ist. Nur mal so als Beispiel könnte etwa ein Jugendlicher, der öfter zu uns ins Jugendhaus kommt, eine Mail schreiben und erfragen, welche Daten wir über ihn gespeichert haben und wofür sie verwendet werden. Tatsächlich sind wir im Rahmen der Auskunftspflicht auch dazu verpflichtet, sämtliche Datenverarbeitungsschritte in einem Verzeichnis zu dokumentieren. Ah, okay. Ja, die Aufgabe als Datenschutzkontakt könnte ich mir eigentlich schon auch ganz gut vorstellen. Ich wollte doch ohnehin demnächst meine Arbeitszeit erhöhen. Außerdem glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da so viele Anfragen kommen würden. Stimmt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist sehr wichtig, regelmäßig zu prüfen, ob Anfragen vorliegen, da diese innerhalb von 4 Wochen zu beantworten sind. Und die Bußgelder bei Nichteinhaltung der DSGVO wurden ja erhöht. Oh, okay. Das ist wichtig zu wissen. Aber sag mal, wie ist das mit der Datenschutzerklärung auf unserer Website? Ändert sich da auch was? Naja, also wichtig ist halt einfach, dass drin steht, welche Daten zu welchem Zweck auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet werden. Außerdem muss enthalten sein, wie lange die Daten gespeichert und ob sie an Dritte weitergegeben werden und außerdem der Kontakt der Datenschutzbeauftragten. Zum Schluss muss noch der Verweis stehen, dass eine Auskunfts- und Widerspruchsmöglichkeit besteht. Letztlich wird auch noch empfohlen, bisherige Datenschutzerklärungen hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Verständlichkeit zu überprüfen. Da gibt es aber auch total praktische Online-Tools, mit welchen Datenschutzerklärungen einfach generiert werden können. Oh oh, das haben wir bestimmt seit einigen Jahren nicht mehr gemacht. Zeit wird's. Ich kann mich da nächste Woche ja mal drum kümmern. Ella, du bist genial. Danke dir. Eine letzte Sache noch. Hier steht, dass die eigenständige Einwilligung zu Angeboten bei Minderjährigen in Deutschland erst ab 16 Jahren möglich ist. Auf der anderen Seite steht hier aber auch, dass explizit für Kinder und Jugendliche entworfene Angebote zur Prävention bzw. Beratung keiner zusätzlichen Einwilligung der Eltern bedürfen. Da muss ich mich nochmal informieren, ob unser Angebot darunter fällt. Stell dir vor, WhatsApp hat sogar aufgrund der DSGVO ihr Mindestalter auf 16 Jahre erhöht. Wenn man jünger ist, kann man es nur noch mit Einverständniserklärung der Eltern nutzen. Was? Ehrlich? Krass. Aber das bringt ja ein anderes Thema noch auf. Können wir eigentlich Messenger-Dienste wie WhatsApp mit den Jugendlichen nutzen, um etwa einen im Rahmen des Partizipationsangebotes auserkorenen Workshop einfacher zu organisieren? Auch auf diesen Kanälen gilt die DSGVO. Es müssten grundsätzlich also nochmal von jedem einzelnen Teilnehmenden die Einverständniserklärung zur Nutzung von WhatsApp oder Ähnlichem eingeholt werden. Außerdem wird empfohlen, aber das liegt ja auch in unserem Interesse als Sozialarbeitende hier, dass wir hierfür separate SIM-Karten bzw. Smartphones benutzen und nicht unsere privaten. Aber liest WhatsApp nicht die Adressbücher der Nutzenden und gleicht diese zentral ab, bekommt also Nummern von Leuten, die beispielsweise bewusst kein WhatsApp nutzen? Das ist richtig. Deshalb wird auch noch dazu geraten, einen Messenger-Dienst zu nutzen, der mit anderen Technologien arbeitet.
Also Signal oder Threema oder so? Gibt es in dem Text von Jugendbeteiligten jetzt noch mehr Aspekte, die für uns relevant sind? Schon noch ein paar. Vielleicht für uns jetzt nicht auf der Prioritätenskala bei 9 anzusetzen, aber da gibt es zum Beispiel bezüglich des Anmelde- und Teilnehmermanagements zu ergänzen, dass in einem solchen Rahmen alle Daten über eine verschlüsselte Verbindung übersendet werden oder wie vorher genannt nur diejenigen Daten eingeholt werden, die für den Workshop oder die Exkursion beispielsweise nötig sind. Nicht mehr benötigte Daten müssen wir nach dem Workshop natürlich löschen. Ja, das erklärt sich ja von selbst. Falls es dazu kommt, dass eine Datenschutzverletzung vorliegt, etwa ein Leck vorhanden war, dann müssen alle Betroffenen umgehend, mindestens aber innerhalb von 72 Stunden, über diese Verletzung informiert werden. Wow, das ist aber wenig Zeit. Stell dir mal vor, es sind sehr viele betroffen. Naja, schon. Aber ich würde das ja auch gerne schnell wissen, wenn etwa meine Kontodaten geklaut oder irgendwo öffentlich gemacht wurden. Stimmt auch wieder. Naja, es gibt aber noch 2 weitere Aspekte auf der Website. Da ja häufig etwa externe IT-Dienstleister in Kontakt mit personenbezogenen Daten kommen, müssen hierbei sogenannte Verträge zur Auftragsverarbeitung geschlossen werden. Diese Verträge regeln, dass Drittdienstleister die durch ihre Arbeit erhaltenen Daten nur zu den vereinbarten Zwecken gebrauchen dürfen und verpflichtet sind, die Daten zu schützen. Genau. Ah, und im Rahmen der Adress- und Mitgliederverwaltung ist es auch mal wieder angesagt, die Notwendigkeit der gespeicherten Daten zu prüfen. Das ist bei uns etwa hinsichtlich der Erfassung von Geburtstagen oder privaten Mobilfunknummern wichtig. Oh je, Mime, sind das nicht langsam genug Informationen für heute? Ja, ich bin ja auch schon durch. Aber wir können ja alle Informationen im Zuge der weiteren Planung unseres digitalen Jugendpartizipationsangebots nochmal ausführlich unter jugend.beteiligen.jetzt mit Stichwort DSGVO nachsehen.